Premiere Pro in weniger als 20 Minuten. Let's go. Egal, ob ihr einfach Bock auf die Sache habt, es für den Beruf lernen wollt, eure eigenen Videos schneiden müsst oder ihr beim Bewerbungsgespräch gesagt habt, dass ihr das könnt und jetzt innerhalb kürzester Zeit das lernen müsst, ihr seid hier genau richtig. Nach diesen 20 Minuten werdet ihr die Basics von Premiere Pro können und eure Videos schneiden können. Wenn ihr euch hier Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich antworte auf alle und ich würde sagen, let's get it. So, wenn ihr Premiere Pro öffnet, das habe ich jetzt schon mal hier gemacht, dann erfolgt dieses Fenster hier. Einstieg heißt das Ganze. Und hier seht ihr dann Projekte in Premiere, die ich schon mal gemacht habe. Das sind meine letzten Projekte. Und das wird bei euch wahrscheinlich ja nicht der Fall sein, deshalb seid ihr ja hier. Und deshalb klickt ihr da einfach auf neues Projekt. Und dann öffnet sich dieses Fenster hier. Und dann könnt ihr hier das Projekt umbenennen. Ich nenne das Ganze jetzt mal Premiere Pro Tutorial. Dann könnt ihr das hier in den Speicherort, könnt ihr den Speicherort aussuchen. Und let's go. So, wenn das Ganze geöffnet hat, dann habt ihr hier so eine Vierteilung. Ja? Ihr habt hier quasi vier Fenster. Und das ist alles ein bisschen überwältigend. Aber keine Panik, das ist eigentlich einfacher, als es aussieht jetzt beim ersten Blick. So, im Grunde habt ihr hier vier Fenster, wie ich schon gesagt habe. Das hier ist einmal der Projektmanager, dann der Quellmonitor. Dann habt ihr hier eine, ich weiß nicht genau, wie heißt das Ganze? Der Programmmonitor und hier das Schnittfenster. So, einmal kurz zur Info, ein Tipp, den ihr sehr gut gebrauchen könnt, speziell am Anfang, den ich gerne vorher gewusst hätte. Nämlich, wenn ihr jetzt hier irgendwas aus Versehen verschiebt, sagen wir jetzt mal, das kommt dahin und aus Versehen das dahin, so, dann ist alles durcheinander, keine Ahnung, was abgeht. So, dann könnt ihr immer wieder auf Fenster gehen, Arbeitsbereiche und dann auf gespeichertes Layout zurücksetzen. Egal wie messed euer Arbeitsbereich aussah, so kommt ihr wieder zum Standard zurück. Das hilft ungemein, speziell, weil ihr es halt einfach nicht mit der Steuerung Z-Taste machen könnt. So, der erste Schritt, den ich euch zeigen möchte, ist, wie ihr Clips importiert. Clips werden hier importiert im Projektmanager. Dazu könnt ihr hier einmal Doppelklick machen und dann die Clips auswählen. Oder ihr könnt einfach auch den Ordner öffnen. Ich habe hier schon einen Ordner vorbereitet. Nicht der, sondern der. So, Steuerung A, wählt ihr alle Clips aus. Und dann einfach Drag and Drop. Warum nicht? Wir leben im 21. Jahrhundert, deshalb so einfach geht's. Wenn ihr Doppelklick macht auf den Clip, hier, dann öffnet sich hier im Quellmonitor der Clip. Und ihr kriegt so eine kleine Vorschau, indem ihr hier den Cursor nehmt und dann an der Zeitskala hier vor und zurück geht. So, sagen wir jetzt mal, wir wollen nicht den ganzen Clip, sondern nur ab da. Dann machen wir hier I für Inpoint oder wir klicken dieses Symbol hier und sagen wir jetzt mal, das soll bis dahin gehen. Zack, machen wir das oder, ich muss mal auch andersrum zu zeigen, O. Das ist für Outpoint. So, wenn wir das hier ausgewählt haben, das ist quasi so eine Vorauswahl, dann können wir diesen Clip jetzt hier nehmen und dann in unser Schnittfenster ziehen. Und zack, wird eine Sequenz erstellt. Und das Gute daran ist, dass die Sequenzeinstellungen, das könnt ihr hier sehen, bei Sequenz, Sequenzeinstellungen, hat genau die Einstellungen wie von eurem Video. Das heißt, wir haben hier Full HD, 1080x1120 und hier 30 Frames per Second und deshalb bietet sich das sehr gut an, das zu machen. Ihr könnt auch hier einfach direkt den ganzen Clip nehmen und hier reinziehen, dann passiert dasselbe, aber da habt ihr halt nicht die Möglichkeit, direkt schon In- und Outpoint zu setzen. Ihr könnt das Ganze auch, das wollte ich auch nochmal zeigen, wenn ihr nur das Bild haben wollt und nicht die Audio, könnt ihr einfach auf dieses Symbol hier klicken. Das steht für Bild und das rechte steht für Audio. Dann klickt ihr hier drauf, halt gedrückt und zieht das hier rein. Dann habt ihr nur das Bild, ohne den Ton. So. So, ich ziehe jetzt einfach mal noch einen zweiten Clip hier rein. Einfach nur so, weil ich euch etwas zeigen möchte. Und zwar möchte ich euch zeigen, eigentlich das Wichtigste im Schnittprogramm, das Schneiden. Dafür habt ihr mehrere Möglichkeiten. Sagen wir jetzt mal, wir wollen einen Clip kleiner machen. Die einfachste Möglichkeit ist das sogenannte Trim. Dafür geht ihr einfach nur ans Ende des Clips und zieht das kleiner. Und dann ist das hier gelöscht, das Ende. Und habt das bis dahin, wo ihr aufgehört habt. Das ist eine Möglichkeit. Ihr habt aber auch die Möglichkeit,
mit den Werkzeugen, die ihr links habt, könnt ihr auf die Rasierklinge gehen oder C drücken auf eurer Tastatur, da bekommt ihr das. Speziell, wenn ihr irgendwas in der Mitte löschen wollt, bietet sich das an. Das heißt, wir haben hier, zack, zack, setzen wir die Cuts, klicken da drauf, drücken die Löschtaste, dann ist das weg. So. Und dann entsteht hier eine Lücke und diese Lücke können wir ganz einfach anklicken und löschen. Dann schließt sich das. Das ist die einfachste Methode. Ihr könnt aber auch, wenn das jetzt so wäre, nochmal hier, könnt ihr auch einfach einen Clip nehmen und da dran setzen. Aber glaubt mir, dieses Löschen geht viel schneller. Speziell, wenn ihr dann größere Videos schneidet, erspart euch das viel Zeit. Wenn ihr es trotzdem anders machen wollt mit dem Dranschieben hier, dann empfehle ich euch auf jeden Fall diesen Magnet hier eingeschaltet zu haben. Weil wenn ihr es nicht habt, dann seht ihr, dass er nicht einrastet. Und das ist natürlich schwierig, weil da muss man immer gucken, dass was genau da liegt. Und da können auch mal ein, zwei Frames verloren gehen, wenn man da nicht genau arbeitet. Deshalb immer hier das Magnet, den Magneten einschalten und dann rastet das ein. Zack. Perfekt. Eine Sache, die ich auch noch zeigen möchte, ist, dass ihr könnt hier reinzoomen. Ja, guck mal, jetzt hier ist die Lücke ziemlich klein. Und wenn wir jetzt mal rauszoomen würden, das machen wir unten mit der Leiste, nämlich auf den äußeren. Den ziehen wir jetzt mal größer und dann wird das Schnittfenster kleiner. Das heißt, ihr könnt das auch mal leicht übersehen hier, die Lücke hier. Zack. Ihr könnt das hier machen, wie gesagt, an dieser Leiste. Ihr könnt aber auch den Cursor dahin tun, wo ihr hin wollt. Und dann scrollt ihr rein. Und dann zoomt er quasi ins Schnittfenster und dann seht ihr hier die Lücke, löscht sie und wir sind ready to go. So, das lösche ich jetzt auch mal hier. Jetzt haben wir hier natürlich einen Cut, aber ist nicht schlimm. Eine weitere Sache, die ich euch zeigen möchte, ist, wie man Clips schneller macht oder langsamer. Das ist ganz einfach, ihr geht auf den Clip, geht auf Rechtsklick, Geschwindigkeit, Dauer. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, die Geschwindigkeit einzustellen. Sagen wir jetzt mal, wir wollen das Doppelte mal 2, machen wir 200%. Und dann läuft der doppelt so schnell. Wir können auch das Ganze langsamer machen. 50%, jetzt ist ein bisschen was verloren gegangen hier, weil das nicht genug Platz war. Und das ist nicht flüssig, weil das nicht genug Bilder pro Sekunde sind, aber ist egal. Ihr seht, 50% Geschwindigkeit. Hier macht ihr auch übrigens, ich ändere das mal wieder, hier könnt ihr übrigens auch einen Clip rückwärts laufen lassen, indem ihr einfach Geschwindigkeit ändern. Und dann läuft der rückwärts. Sieht ganz cool aus. Okay, das mache ich mal wieder zurück. Falls ihr euch fragt, was das für ein Video ist, das sind zwei Kollegen von mir. Schöne Grüße an Nico und Chris. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden, dass ich das Video nehme hier von euch. Aber die sind eigentlich in der Regel cool drauf, deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Eine nächste wichtige Sache in Premiere Pro sind Übergänge. Und das macht ihr ganz einfach, indem ihr habt hier oben rechts Effekte. Also das in der Regel ist es dort. Wenn nicht, dann geht mal auf Fenster und guckt, dass der Haken ist bei Effekte. Und wenn ihr das eingestellt habt, dann müsste hier oben Effekte sein. Kann auch sein, dass es hier unten ist, hier unten links. Müsst ihr mal gucken. Und ja, da könnt ihr dann nach Übergängen suchen. Wie zum Beispiel, ich glaube, der bekannteste Übergang ist die weiche Blende. Den tun wir mal hier drauf. Genau, wo es hier auf, wo der eine Clip aufhört und der andere beginnt. Und dann sehen wir, dann haben wir hier eine Blende. Das ist ein gutes Bild von mir jetzt. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ihr könnt das Ganze auch einfacher machen, indem ihr hier zwischenklickt. Und dann drückt ihr STRG D. Und dann fügt ihr die weiße Blende ein, weil das die Standardeinstellung ist. D für Default, also Standard. Und so könnt ihr euch ein bisschen Zeit sparen. Und da wir jetzt schon mal die Effekte offen haben, will ich euch das Coolste an Premiere zeigen, nämlich Effekte. Wahrscheinlich nicht die ganz coolsten Effekte, die ihr zum Kopf habt, aber man kann schon ein paar coole Sachen damit machen. Und zwar klickt ihr den Clip an und dann habt ihr oben links die Effekteinstellung. Und alles, was Effekte angeht und Veränderung des Clips, macht ihr hier. Fangen wir erstmal mit den Basics an. Also wenn ihr den Clip beispielsweise größer machen wollt, dann habt ihr hier in den Effekteinstellungen skalieren. Das ist jetzt bei 100%, ist ja klar. Und wenn ihr den Wert ändert, dann zoomt er rein. Ganz einfach. Ihr könnt immer wieder hier auf Standard machen, Parameter zurücksetzen und dann habt ihr wieder 100%. Das gleiche gilt, wenn ihr reinzoomt und dann wollt ihr die Position ändern, dann habt ihr hier zwei Werte, einmal horizontal, einmal vertikal. Wenn wir jetzt mal den Wert ändern, gehen wir hoch. Ein bisschen zu hoch, weil ein schwarzer Rand ist.
Und dann haben wir hier die beiden wieder im Bild. Jetzt sind wir wieder zurück. Eine wichtige Sache sind Animationen in Premiere Pro. Lange Zeit, wir wollen eine Animation machen, dass das Bild reinzoomt. Dazu wähle ich mir jetzt mal hier irgendwas aus. Oder ich gerne Start des Clips. Drücke hier die beiden Uhren. Ich setze quasi den Anfangspunkt. Also wir sind jetzt hier bei 100%. Gehe weiter in der Timeline. Ändere diesen Wert. Quasi wo er hin soll. Also der Endpunkt. Der letzte Punkt von der Animation. Und da ich die beiden Uhren geklickt habe, seht ihr, dass Premiere Pro jetzt hier sogenannte Keyframes setzt. Er erstellt diese Animation jetzt automatisch. Das heißt, ihr seht, wenn wir mal zurückgehen, er zoomt vor uns rein. Wir müssen einfach nur den Anfangs- und Startpunkt festlegen. Mach das Ganze mal wieder weg. Löscht die Keyframes und auf Standard. Das gleiche habt ihr, wenn ihr jetzt mit Effekten arbeitet. Es gibt ziemlich coole Effekte, ihr müsst mal in Premiere Pro durchgucken, aber jetzt so ein paar Sachen sind zum Beispiel, wenn das Bild unscharf gemacht werden soll, habt ihr zum Beispiel den gaussischen Weichzeichner. Der ist eigentlich immer ziemlich gut dafür. Tut ihr auf den Clip, Drag and Drop, und dann in Effekteinstellungen, wie ich schon gesagt habe, alles was mit Effekten zu tun hat, findet ihr hier. Dann habt ihr hier den gaussischen Weichzeichner. Und dann bestimmen wir hier den Wert der Weichzeichnung, können wir gucken, was wir haben wollen, und dann macht er das. Das gleiche hier, wenn wir das animieren wollen, sagen wir jetzt mal, er soll von sehr unscharf, machen wir jetzt mal ein Keyframe, zu keine Weichzeichnung mehr. Null. Dann sehen wir hier, wird es langsam weniger. So, dann man kann auch andere Effekte suchen, wie Spiegeln, beispielsweise horizontal spiegeln, da sieht man hier. Immer einfach Drag and Drop auf den Clip und dann könnt ihr hier noch ein paar Parameter ändern an dem Effekt, in den Effekteinstellungen. Das nächste sind Titel bzw. Texte. Wenn ihr Texte einfügen wollt, geht ihr hier bei den Werkzeugen einfach auf T. Ich mache jetzt mal ein bisschen Platz. Hier für den Text. Dann klickt ihr drauf und dann zieht ihr hier einen Kasten. Ja. Und dann schreibt ihr da rein. Irgendwas jetzt. Zwei coole Jungs unterwegs. Die beiden freuen sich bestimmt. Und dann markiert ihr das. Und wo ihr alles bearbeiten könnt, ist auch hier in den Effekteinstellungen. Natürlich, wie immer. Aber ihr könnt auch hier rechts zu den Essential Graphics gehen. Da ändert ihr alles, was mit Texten zu tun hat. Wenn es nicht angezeigt wird, einfach wieder auf Fenster. Und gucken, ob der Haken dran ist. Ich gehe da mal rein. Markiere das. Und dann kann ich hier Parameter ändern, wie das zentriert sein soll. Ich kann die Schriftart ändern. Die finde ich zum Beispiel cool. Die Größe. Und hier haben wir auch wieder die Position. Tue ich in die Mitte. So. Oder ich kann auch hier festlegen, vertikal mittig und horizontal mittig. Dann ist es genau in der Mitte. Und im Schnittfenster seht ihr dann einfach hier, das ist wie ein Clip, sieht das aus. Der Text, ihr könnt jetzt auch trimmen, könnt ihr kürzer machen und dann beispielsweise am Anfang eine weiche Blende einfügen mit STRG D. Dann sieht das so aus. Mal ein bisschen wenig Zeit jetzt dafür. Machen wir doch mal ein bisschen länger. So. So einfach ist das. Eine große Rolle im Video spielt natürlich auch immer die Musik. Deshalb will ich euch einmal jetzt zeigen, wie man Musik hinzufügt. So, dafür gehen wir jetzt mal, wählen wir jetzt mal irgendeine random Musik aus, die ich hier auf meinem Desktop habe. Oder die ich auf meinem PC habe. Musik. Was haben wir hier? Ja, wie Musik. Dann Doppelklick. Setzen hier den Outpoint. Ziehen nur die Audio, weil es halt nur eine Audiodatei ist. Rein. Dann können wir es laufen lassen. Ganz easy. Ein guter Tipp, speziell bei Audios. Hier auf der linken Seite könnt ihr an den Linien ziehen und eine Zeile größer machen. Speziell bei Audio bietet sich das an, damit ihr sehen könnt, wo startet das, wo ist es am höchsten und so weiter. Wenn ihr eine Audio leiser lauter machen wollt, dann habt ihr hier in der Mitte diese Linie. Ja, wenn die in der Mitte ist, dann ist sie genau bei 100%. Also genau die Original-Lautstärke. Ihr könnt das Ganze aber auch lauter und leiser machen. Wenn ihr zwischen leiser und lauter spielen wollt,
Da bietet sich an, hier auf der linken Seite bei den Werkzeugen wieder den Stift zu nehmen. Da setzen wir wieder Punkte und ändern dann die Werte. Sagen wir jetzt mal, der soll von 0 auf 100. Das ist wieder sozusagen Startpunkt und ein Endpunkt. Das ist eigentlich das Wichtigste, was ihr bei Premiere Pro verstehen müsst, einfach immer diese Start- und Endpunkte zu setzen. Das heißt, wir haben hier von 0 geht er auf 100. Wir können beispielsweise auch nochmal einen Punkt da reinsetzen, das heißt, dass er da erstmal auf irgendeinen anderen Wert geht und dann erst rapide steigt. Oder den hier, wo das Bild anfängt und so weiter. So, ganz easy. Noch eine Sache, die ich euch zeigen möchte, ist, wenn ihr jetzt hier die Audio nehmt und die auf eine bereits vorhandene Audiodatei legt, dann wird die überschrieben und die davorige gelöscht. Und falls ihr das aus Versehen gemacht habt, könnt ihr natürlich immer mit STRG Z das Ganze wieder wegmachen. So, sagen wir zwar, wir sind zufrieden mit dem Clip und wir wollen ihn aus Premiere rauskriegen. Dazu drücken wir STRG M oder gehen auf Datei, Exportieren und Medien. Und dann öffnet sich dieses Fenster, wo ganz viele Zahlen sind. Aber wir konzentrieren uns einfach nur auf das hier oben. Das heißt, guckt immer, dass ihr beim Format H.264 habt. Damit seid ihr auf der sicheren Seite, da kann nie was passieren. Vorgabe. Ich empfehle die hohe Bitrate, die erste, die auch die Standardeinstellung ist. Ansonsten, wenn ihr für YouTube hochladen wollt oder sonst was, gibt es hier auch Presets in 1080 oder auch sogar 4K. Mache ich jetzt mal nicht. Ansonsten können wir den Ausgabenamen ändern. Mache ich jetzt mal fertig, speichern und dann klicken wir auf Exportieren. Dann rendert Premiere Pro, da wird das Ganze hoffentlich ohne Probleme auf meinem PC gespeichert. So Leute, das waren die Basics von Premiere Pro. Ihr seid jetzt bereit, ein eigenes Video zu schneiden. Wenn ihr trotzdem irgendwelche Fragen habt, weil ich weiß, Premiere Pro kann den Kopf bügeln, dann schreibt mir einfach in die Kommentare bei Instagram, ist vollkommen egal, ich antworte immer. Ich werde in Zukunft mehr Videos zu Premiere Pro machen, immer kleine Tipps einstreuen. Abonniert diesen Kanal, dann verpasst ihr nichts mehr dazu und ihr werdet absolute Pros in Premiere Pro. Pros in Premiere Pro, ihr wisst Bescheid. Und auch so, wer das Tutorial euch gefallen hat und euch geholfen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out, Leute.